Seit Beginn der Existenz der Menschheit waren Menschen immer schon sehr eigen und sehr kreativ. Ein paar hatten immer wieder das Bedürfnis, dass das Leben aus mehr besteht als nur dem Überleben. Menschen wollten einander etwas mitteilen, etwas hinterlassen. Sie wollten etwas erschaffen, welches auch für Generationen erhalten bleibt. Dennoch, wenn man etwas zu erzählen hat, bleibt es nur im kleinen Umfeld. Doch vielleicht hat man noch Weisheiten entdeckt, welche man über Generationen noch weiter tragen will. Die Menschen hatten Ideen, kreative Einfälle, Visionen, welche sie darstellen wollten. Doch die Materialien waren begrenzt, weshalb man sich auf natürliche Leinwände einlässt. Seit diesem Punkt an entwickeln sich die Menschen weiter. Menschen wurden immer kreativer. Und das merkte man schon an den verschiedensten Ideen. Dabei ist es egal, in welcher Region diese kreativen Menschen aufgewachsen sind oder in welchem Land sie diese Ideen umsetzen. Viele der Kunstwerke bleiben uns bis heute erhalten. Kunst. Ein Begriff, welcher über die Jahre seine Bedeutung viele Bereiche geebnet hat. So war Kunst eine Art, den Leuten zu kommunizieren, auch wenn die Zeichen nicht für jeden direkt zu deuten sind. Andere nutzten ihr Talent, um in der Architektur aus den Materialien ein Konstrukt zu erschaffen, was bis heute bleibt. Selbst heute messen sich manche Leute selbst in ihrem Können, eine Behausung zu erbauen. Dabei wurden selbst Werke erschaffen, welche zu einem internationalen Wahrzeichen werden. Andere versuchen sich an eher kleineren Dingen. Auch wenn es ein lebloses Objekt ist, erzählt es eine ganz eigene Geschichte. Die Visionen, welche der Erschaffer hatte, verleihen dem Werke eine Würze. Die Materialvielfalt ist groß. All das kann der Grundbaustein für ein Kunstwerk sein. Manche von ihnen landen in einem Museum, bei welchem viele diese zu Gesicht bekommen. Andere landen in der Mitte eines Kreisverkehrs oder finden an anderen Orten der Stadt ihren Platz. Und andere findet man nur in digitaler Form als Foto. Die Kunst hat sich weiterentwickelt, genau wie die Zeiten sich geändert haben. Der Zeitpunkt des Werkes war immer prägend für die Visionen des Künstlers, weshalb die Kunstgeschichte eine Sache ist, welche ein schier ewiges Loch ist durch die immense Anhäufung. Doch Menschen wollen mehr. Menschen machten immer mehr Versuche, aus dem Kunstwerk nicht nur ein starres Motiv zu machen, nicht nur eine starre Statue, die ins Leere schaut oder ein architektisches Wunder, welches viele neugierige Menschen in das Land lockt. Menschen wollen in ihrer Kunst auch Leben erwecken, von ihren Bildern Leben einhauchen, Illusionen erschaffen. Schon im 19. Jahrhundert machte man mit gewissen Apparaturen und Vorrichtungen die ersten Versuche, eine Zeichnung dazu zu animieren, um mehr zu stark zu sein. Eine Faszination, welche so manche Personen die Inspiration gibt, sich in diese neue Welt reinzuwagen. Durch die Limitierung der nutzbaren Medien ist man gezwungen gewesen, seine Ideenvielfalt umzusetzen. Diese neue Kunstart wurde Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr erforscht. Und wer weiß, wie lange man schon den Wunsch hatte, Kunstleben einzuhauchen. Durch immer neuere Erfindungen, welche sich nach und nach ergeben haben, schlossen sich neue Möglichkeiten. Es war eine besondere Sache, wenn man es nach Stunden geschafft hat, dass sich eine eigentlich unbeliebte Sache auf einmal bewegt hat. Und so langsam wurde eine Richtung geboren, welche sich immer weiterentwickelt hat. Die Bewegtbilder, welche Leben in eine Zeichnung einhauchen, welche das Dargestellte lebendig machten. Optische Täuschungen und Abläufe stellen den Augen eine Bewegung dar, wodurch ein künstliches, visuelles Leben erschaffen wurde, was selbst von der Hand eines Homo sapiens errichtet wurde. Seit klein auf entwickelt man eine Fähigkeit, welche es einem ermöglicht, Fantasie zu haben, welche bei manchen Leuten mehr und bei anderen eher geringer ausfällt. Die Fantasie, welche die seltsamsten Werke vorbringt, haben ihren eigenen Charakter. Im Kindesalter will man oft seine Zuneigung und seine Emotionen darstellen und dabei reichen Worte oft nicht aus. Emotionen können zwar durch ein Standbild ausgedrückt werden, allerdings kann man diese mehr zum Vorschein, wenn man die Gestiken und Mimiken lebendiger darstellen lassen kann. Emotionen sind zwar vielfältig und das Leben ist wie eine Achterbahn voller Gefühle. Emotionen hat jeder, egal wie und in welcher Art er diese ausdrückt. Animationen lassen die fiktiven Figuren verschiedene Erlebnisse erleben, welche zwischen hoch und tief gefühlstechnisch unterschiedlich ausfallen können. Sie lassen einen die Freude eines fiktiven Helden spüren, aber auch die Trauer, welche diese durchleben müssen. Man hinterfragt die Taten der Personen, man fühlt sich oft so, als wäre man selbst mitten im Geschehen. Indem man nun selbst die anderen legen kann, hat man keine Beschränkung mehr an unrealistischen Sachen. Man ist nicht nur darauf beschränkt, die Dinge aus der Realität zu nutzen, sondern kann durch neue Hilfsmittel seinen ganz eigenen Kreationen Leben einhauchen. Egal, wie absurd die Ideen sind, wie tierisch oder wie menschlich die Charaktere aussehen sollen. Oder man macht den menschlichen Figuren gewisse Merkmale besser erkenntlich, oder auch die Größenverhältnisse erweisen sich dabei als sehr leicht einsetzbarer. Absurde Lebensformen sind kein Problem mehr und die Vielzahl der Monster wird immer mehr. Die Freiheiten, welche einem die bewegte Darstellung ermöglicht, sind schier endlos. Doch auch wenn die Arbeit hinter den animierten Werken so enorm ist, dass man alleine nie dieses Werk vollenden kann, erfreut es dafür zahlreiche Betrachter des Werkes. Und der eigene Stolz, welcher dabei entsteht, wenn man dieses Projekt geschafft hat, ist einfach so angenehm. Der Mensch sucht immer wieder nach großen Aufgaben, welche er angehen kann. Vor allem kreative Köpfe laufen nie aus, sie machen immer weiter und wenn sie eine Sache geschafft haben, gehen sie die nächste Sache an. Ein ewig gehender Kreislauf, welcher auch immer neue Trickfilme auf den Markt bringt, welche einem die freie Zeit mit ein paar lustigen Szenen sehr gut versüßen kann. Der Alltag kann trist sein und leer sein und niemand hat jeden Tag Lust, immer wieder das Gleiche zu machen. Die Unterhaltung ist das, was sie vom Alltag ablenkt.
Und das ist keine Situation aus der Neuzeit. Schon damals haben Menschen versucht, sich abzulenken. Auch wenn sie dabei selbst Bewegung in das Geschehen bringen mussten und selbst in die Rolle schlüpfen mussten. Selbst Geschichten waren früher eine Form der Erzählung und der Unterhaltung. Menschen mochten es, Geschichten zu fiktiven oder realen Menschen zu hören, womit sie ihre Zeit verbrachten und auch die ein oder andere Lehre zog. Dabei erschuf sich das Gehirn selbst ein eigenes Bild zum erzählten Geschehen und im Kopf entsteht eine Art Leinwand, welches das Geschehen in ein fiktives Bild umsetzt. Das menschliche Vorstellungsvermögen umfasst ein großes Sortiment an unglaublichen Sehenswürdigkeiten. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Auch wenn das perfekte Bild einer idealen Umgebung im Kopf liegt, fällt es doch wenigen Menschen einfach, diese den Mitmenschen mitzuteilen. Die fiktiven Welten werden durch die zeichnerische Freiheit so viel besser zu sehen sein. Durch das Leben ein Hauchen fühlen sich die Welten lebendiger an als je zuvor. Teilweise schöner, als so manche Kopfgedanken es sich vorstellen können. Dabei sind keine Grenzen gesetzt. Eine Welt, in welche wir aus der echten Welt fliehen können. Die Realität ist oft trist und manchmal auch sehr eintönig. Doch die fiktive Welt, welche man vor Augen sieht, hilft einem, die Strapazen des Lebens zu vergessen. Doch das Leben spielt in der Welt eine Rolle. Das, was das Leben immer wieder mit amüsanten Stückchen füllt, ist Humor. Humor ist eine sehr kuriose Sache, welche ein Lachen hervorbringen kann, im besten Fall. Jeder nimmt Humor anders wahr und es wird immer anders vermittelt. Entweder durch die passend aneinandergereihten Worte oder auch visuell. Visuell. Bewegung im echten Leben ist oft amüsant, wenn die das betrachtete Lebewesen unübliche Dinge macht. Jedoch sind auch hier Grenzen gesetzt. Grenzen, welche Probleme überschritten werden können, solange man diese mit dem richtigen Utensil hervorholt. Schon damals hat man mit einzelnen Bildern den Betrachter in ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Sei es nur aus einem Bild oder einer ganzen Story aus einzelnen Bildern. Animationen lassen sich komistische und humoristische Fantasie von Menschen komplett ausschöpfen. Gags sind einfacher möglich und im Laufe der Zeit entstanden einige Klassiker ohne diese Klasse des Humors, welches einen Kultstatus erreicht hat. Cartoonistischer Humor ist eine gute Begrifflichkeit für diese Unterhaltung. Wir werden durch die einfachsten Dinge zum Lachen gebracht, wie wenn die Kräfte der Physik an manchen Punkten gar nicht eintreten oder unpassend ihre Wirkung entfalten. Doch nicht nur die Gravitation ist ein Physikelement, was gerne in Frage gestellt wird, sondern auch einige andere physikbezogene Mechanismen, welche in der Realität wenig Sinn haben. Besonders als man daraus eine neue Art der Unterhaltung erschuf, welche einem amüsante Kurzgeschichten zeigten, in welcher alles passieren kann. Auch wenn die meist mehr auf Comedy basieren und dieser Unterhaltungsgrad auf verschiedenen Kurven angegangen wird, gibt es doch viel mehr Unterhaltungsarten. Die Darstellungsform lässt diese jedoch viel freier werden, da man nicht zwingend teure Requisiten holen muss, sondern sich dieses Problem oft mit einem Bleistift und vielleicht ein paar Farben lösen lässt. Dabei spielt es eher weniger eine Rolle, worauf sich das vollendete Werk schlussendlich konzentriert. Denn wenn die optische Darstellung gut genutzt wird, kann das ein schönes Augenflimmern werden. Egal, ob es nun vulgär ist, sich sehr auf das Leben von Abenteurern oder anderen Berufsgruppen bezieht, die eher weniger normal sind, ob sie nun das Leben unter Freunden zeigt, oder das Familienleben, der Vielzahl ist keine Grenzen gesetzt. Auch die Darstellung von Magie in jeder Richtung ist so viel einfacher darzustellen und dem Betrachter zu vermitteln, wie so eine fiktive Kraft aussehen kann. Egal ob Verwandlung, Elementarkräfte oder was sich Leute gerne wünschen, hier können sich Menschen am besten vorstellen, wie es ist, solche Kräfte im echten Leben zu haben. Gepaart mit den verschiedenen Artstyles, welcher jeder Künstler an den Tag legt und am Ende ein Alleinstellungsmerkmal eines Werkes sein kann, lässt daraus etwas werden, was uns am Ende einfach begeistert. Die Begeisterung für all das, was kaum in der Realität zu sehen ist. Und das dann in Bewegung zu sehen, begeistert uns schon, seitdem es begonnen hat. Und auch wenn wir daran gewohnt sind, wenn wir es als normal ansehen, dass wir eine Auswahl daran haben. Kreative Köpfe sind keine Hände mehr gebunden. Wenn sie es wollen, dann können sie es auch. Vorgefertigte Computerprogramme machen es doch einfacher, Bewegung zum Leben zu erwecken. Eine Darstellungsform, welche heute kaum noch mehr wegzudenken ist. Egal ob Unterhaltung oder Information, man findet es einfach überall vor. Und auch in Zukunft wird es immer weitergehen, denn damit wurde etwas erschaffen, was den kreativen Geist in den Menschen noch länger am Leben hält. Verschiedene kreative Bereiche werden damit angestoßen und Menschen finden sich zusammen, um neue Kunstwerke zu erschaffen. Dabei ist der Teil des Erschaffens des Geschehens eine sehr beliebte Aufgabe, welche viel ausmachen kann. Denn egal ob als Erschaffer oder Betrachter, am Ende sind wir alle fasziniert. Die Faszination von Animation. Ich hoffe, euch hat dieses etwas anders aufgebaute Video gefallen. Ich wollte einfach mal ein Video machen, wo ich einfach so eine Art Video-Essay, welches ich wirklich wie eine Art Aufbau aufbaue und einfach wie ein Vortrag vorlese. Es ist mal eine etwas andere Herangehensweise an ein Video, aber dennoch finde ich es mal spannend, einfach mal so seine Gedanken schweifen zu lassen und die Worte entstehen zu lassen. Doch jetzt mal zu euch. Was sind eure Gedanken zu meinen Worten? Und wie fandet ihr generell die Idee des Videos? Würde mich echt interessieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wenn ihr nichts mehr von meinem Kanal verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Das war es jetzt mal von meiner Seite aus. Ich wünsche euch allen noch einen faszinationsreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Johnny, bye bye.